Es geht weiter. Er hat ihn nicht erwartet. Das hat er schon auch nicht erwartet. Wir haben Wachtmeister Meekins mit einem Messer bedroht, um ihn zu verjagen. Sagen wir so, ich war etwas überrascht. Ich hatte nicht vor, länger als 5 Minuten im Beweisraum zu bleiben. Ich hatte nicht gedacht, dass in der kurzen Zeit jemand vorbeikommen würde. Wachtmeister Meekins ist sicherlich ein einmaliger Typ von Mensch. Wenn es ein Inspektor mit Ich habe Hunde, wisst ihr das schon? Das sind zwei Schäferhunde. Und sie haben irgendwie den Drang, ihr Territorium zu verteidigen. Und ich hoffe, ihr hört sie gerade nicht. Ein Inspektor mit einem Eintraining zu verwechseln und den Ausweis zu verdammen. Ich muss mir wirklich überlegen, ob er dieses Jahr eine Gehaltserhöhung erhält. Seit wann hat Edgeworth so viel Einfluss? Jedenfalls hat er sich auf mich gestürzt und dabei habe ich ihn leicht verletzt. Es tut mir leid, dass es so enden musste. Dass ich ihn bewusst durchschlug und so. Übrigens, was ist aus ihrem Messer geworden? Ach, Sie meinen das ja? Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was ist dann passiert? Und mir gelang die Flucht. Bam! Sie haben also schon vorher ihre Nachforschung angestellt. Wer sich unvorbereitet in die Wüste begibt, überlebt nicht lange, Amigo. Ich habe aber nicht gedacht, dass es viel ausmachen würde. Das Überwachungsvideo wird alle 6 Stunden gelöscht. Wäre alles nach Plan verlaufen, gäbe es keine Aufzeichnung. Jedoch wurde ihr Mantel beim Kampf von Wachmeister Meekins blutig. Wäre jemand im Wachraum gewesen, wäre der Teufel los gewesen, als ich rauskam. Ich habe meinen Schrank geöffnet und ihn hereingesteckt. Was hat Wachmeister Meekins in dieser Zeit gemacht? Was schon? Er hat geschlafen wie ein Baby. Sie sagen also, dass an diesem Tag... Yep, da vorne. Aber das dort gefundene Blut deutet darauf hin, dass ein Verbrechen verübt wurde. Sind Sie blind oder was? Das Opfer in dem Video bin ich und ich bin noch nicht tot, Amigo. Sie haben also Beweise aus dem Schrank gestohlen? Ehrlich gesagt, nein, habe ich nicht. Warum nicht? Vielleicht weil es illegal ist, Edgeworth. Als ich den Schrank öffnete, waren die Beweise bereits fort. Was? Herr Edgeworth, wo sind diese Beweise? Sie sind verschwunden, euer Herr. Wichtiges Indiz. Inspektor Goodmans Schrank war schon leer. Jemand anderes hat die Beweise gestohlen. Wachtmeister Marshall, darf ich Sie etwas fragen? Schießen Sie los, Amigo. Ist das schließlich ein freies Land? Aber beachten Sie, dass es mir auch frei steht, darauf nicht zu antworten. Warum haben Sie das getan? Den Ausweis eines Inspektors zu stehlen, einen Polizisten zu verletzen. Das sind keine Bagatellen. Das ist irgendein altes Wort, das mir irgendjemand von euch bitte erklärt. Ich meine, ich bin immer froh, wenn ich was lernen kann und... Was zur Hölle sind Bagatellen? Vor allem, wo sie dasselbe Wachtmeister sind. Das wird ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen. Das lässt sich nicht mit einer einfachen Gehaltskürzung bereinigen. Nicht, dass Gehaltskürzungen jemals brauchbare Lösungen wären. Wie ich schon sagte, das ist nicht der Fall. Das ist mein Fall. Ich werde alles daran setzen, um eine Antwort zu bekommen, die mich zufriedenstellt. Der Zeuge legt einen ungewöhnlichen Eifer an den Tag. Ich will mehr hören. Ich kann den Fall SL9 einfach nicht vergessen. Wissen Sie warum? Ja, weil deine Mutter ist dabei gestorben. Du bist zu Dank verpflichtet. Ah, hier, genau. Präsentatione. Wachtmeister Marshall, ich glaube, ich verstehe. Ich glaube, ich weiß, warum Ihnen der Fall SL9 so viel bedeutet. Ihnen ist wohl was zu Kopf gestiegen, Partner. Oh, diesmal nicht, Amigo. Hier habe ich die Akte zum Fall SL9. Der Name Marshall wird hier erwähnt. In einer Liste von Mordopfern. Neil Marshall. Sind Sie mit diesem Mann verwandt? Neil Marshall? Ja, ich bin mir sicher, Sie haben den Namen schon gehört. Vor 2 Jahren hat er den gleichen lausigen Preis verliehen bekommen. Was? Ein Staatsanwalt? Er muss von der Trophäe des Königs der Staatsanwälte sprechen. Ich erinnere mich jetzt.
Staatsanwalt Neil Marshall. Er bearbeitete den Fall SL9 vor mir. Das ist richtig. Er wurde ermordet. Und der Fall fiel Ihnen zu. Aber in welcher Beziehung stehen Sie zueinander? Er war mein Bruder. Es sind also wirklich seine Haare. Ich wusste es doch. Ha. Ich bin mir nicht sicher, ob er so besser oder schlechter aussieht. Ich kann es echt nicht sagen. Er ermittelte im Fall zusammen mit Damon Gant, dem damaligen Oberinspektor. Ich gehörte einer Gruppe Inspektoren an, die unter ihnen arbeitete. Wir wollten den Mörder unbedingt ergreifen und vor Gericht bringen. Joe Darke. Mein Bruder kam im Kampf mit Darke ums Leben. Das war das erste Mal, dass Darke Spuren hinterließ. Das war alles, was wir brauchten. Er wurde angeklagt und eingesperrt. Schließlich wurde der Fall geschlossen. Zumindest offiziell. Was meinen Sie damit? Mein Bruder kann nicht von Joe Darke ermordet worden sein. Ich kannte meinen Bruder besser als jeder andere. Niemand hätte ihn im Kampf besiegen können. Und das ist alles? Das ist der Grund für Ihr irrsinniges Verhalten. Hinter dem Tod meines Bruders steckt mehr, als in den Akten steht. Egal wie sehr Sie es sich, was Sie es auch verheimlichen wollen, Sie können mich nicht täuschen. Nun gut, wenigstens ist eine Sache sicher. Wir wissen, was am Tag des Verbrechens im Polizeirevier passiert ist. Es war der letzte Tag, an dem der Fall SL9 hätte wieder aufgenommen werden können. Wachtmeister Marshall war mit dem Ergebnis nicht zufrieden und wollte Beweise stehlen. Als Inspektor Goodman verkleidet betrat er den Beweisraum. Wachtmeister Meekins stellte sich ihm in den Weg, weshalb schlug er ihn bewusstlos. Ja, dieses Rätsel ist endlich gelöst worden. Im Polizeirevier fand an jedem Tag kein Mord statt. Es ist immer faszinierend, welche Zufälle passieren. Der Mord in der Staatsanwaltschaft fand gleichzeitig mit dem vorgetäuschten Mord im Polizeirevier statt. Zufall? Es muss mehr als nur das sein. Also wenn am Tag des Erbrechens niemand im Polizeirevier ermordet wurde, ist der Mord in der Tiefgarage der Staatsanwaltschaft der echte Mord. Was wiederum bedeutet, dass nur eine Person das Verbrechen begangen haben kann. Generalstaatsanwältin Sky. Aber Moment mal, in der Verhandlung gestern gab es kein Urteil. Nur weil wir den Vorfall im Polizeirevier heute untersucht haben. Aber die Angeklagte wurde gestern nur aus einem Grund nicht verurteilt. Das Rätsel um den zeitgleichen Mord im Polizeirevier war noch nicht gelöst. Das sieht so aus, als stünde es unentschieden, Partner. Alle Rätsel im Polizeirevier sind gelöst worden. Es gibt keine Widersprüche. Der Mord fand in der Staatsanwaltschaft statt. Die Verdächtige ist Lana Sky. Es gab keine Fehler in Angel Stars Zeugenaussage. Wenn Sie eine Antwort haben, dann maximal ein Wort. Arg! Ich schließe den Fall ab. Wie es aussieht, nähert sich der Fall seinem Ende. Es bleiben keine Zweifel offen. Gute Arbeit, Herr Wright. Dank Ihnen musste ich keine Zeit damit verschwenden, den angeblichen Mord im Polizeirevier zu widerlegen. Es gibt keinen Zweifel, dass ich heute bewiesen habe, ist wahr. Der angebliche Mord auf dem Video der Sicherheitskamera war wirklich vorgetäuscht. Und mir war nicht bewusst, dass es Lanas Schuld beweisen würde. Vollidiot. Nun ist die Zeit für das Urteil. Was? Nun, die Zeit für das Urteil ist gekommen. Das Gericht befindet die Angeklagte für. Schnitt. So spannend. Das muss geschnitten werden. Es geht gar nicht anders. Was wird hier Mr. Gray sagen? Ich weiß es nicht. Wisst ihr es? Wir werden es sehen. Wir sehen uns.